Ihr baut in euren Garten das erste Mal Tomaten an und habt das Wort ausgeizen gehört oder gelesen und fragt euch, was das bedeutet, dann solltet ihr dranbleiben. Bis gleich. Ja, was ist nun so ein Geiztrieb bei einer Tomate? Es ist eigentlich total simpel. Und zwar seht ihr hier den Hauptstamm und eine Blattverzweigung. Und genau aus der Blattverzweigung seht ihr diesen Geiztrieb. Hier seht ihr einen Geiztrieb, der schon echt extrem groß geworden ist. Macht aber nichts, sondern man kann ihn eigentlich einfach hier kappen, stellt ihn ins Wasser und lässt ihn wieder anwurzeln. So, dann gucken wir hier oben weiter. Hier befindet sich der nächste Geiztrieb. Den würde ich allerdings noch erst stehen lassen und sehen, dass er ein bisschen größer ist, weil wenn ein bisschen von so einem Geiztrieb stehen bleiben würde, dann treibt er neu aus und dann macht ihr das nicht einmal, sondern zweimal oder gar dreimal. Kurzer Schwenk rüber zu einer Tomate mit einem etwas kleineren Geiztrieb, der hier schön zu sehen ist, auch wieder aus der Blattachse heraus. Den können wir einfach abtrennen, abziehen. Da haben wir den Geiztrieb. So, der Fokus. Und den legen wir einfach hier auf unser Mulchmaterial. Ja, warum geize ich Tomaten aus? Ist ganz einfach. Ich habe hier meine Tomaten in 60 Liter Kübel stehen. Das heißt, irgendwann ist das Wurzelwachstum begrenzt und der ganze Kübel voll mit Wurzeln. Und somit ist die Nährstoffaufnahme irgendwann am Limit erreicht und die Tomate, sollte sie nicht ausgegeizt sein, ist irgendwann am Limit und kann die ganzen Blätter, die sie halt produziert hat, nicht mehr versorgen und irgendwann kümmert halt die Pflanze. Des Weiteren sind Tomaten natürlich sehr anfällig für Feuchtigkeit und dementsprechend auch Pilzkrankheiten. Durch das Ausgeizen bekommt man die Tomatenpflanze halt etwas luftiger und somit kann die Tomatenpflanze viel besser abtrocknen. Ja, worauf solltet ihr beim Ausgeizen achten? Anhand der Pflanze schön zu erkennen. Und zwar haben wir hier den Geiztrieb stehen und hier oben unsere Tomatenpflanzenspitze, wo halt die Tomate immer weiter wächst. Den Geiztrieb, den können wir jetzt hier schön entfernen. Hier nochmal zu sehen unser großer Geiztrieb, den wir demnächst nochmal abschneiden werden und vielleicht wurzeln lassen. Gucken wir mal. Nun ja, was ist mir hier bei der Pflanze passiert? Ich habe nicht gesehen, dass die Pflanze keine weitere Spitze ausgebildet hat. Das heißt, ich habe hier blöderweise bei der Buschtomate Geiztriebe entfernt. Hier entfernt, hier kam der nächste Geiztrieb, hier an dem Trieb hätte die Tomatenspitze weiter wachsen sollen, hat sie nicht gemacht. Jetzt habe ich hier einen Austrieb mit Tomatenblüten, hier habe ich einen Austrieb mit Tomatenblüten, aber keine weitere Spitze. Wie man hier sieht, ein kleiner weiterer Austrieb mit Blüten. Ich hoffe jetzt, dass da die neue Spitze der Tomate auswächst. Wenn nicht, haben wir eine sehr kleine Buschtomate. Ja, hier natürlich bei der Buschtomate natürlich ganz vergessen. Buschtomaten oder Balkontomaten sollte man eigentlich nicht ausgeizen. Ich habe es hier vergessen. Ich habe nicht dran gedacht. Kann passieren. Naja, nochmal zusammenfassend. Warum geize ich meine Tomaten aus? Zum einen, um Pilzkrankheiten vorzubeugen, damit diese bis spät in den Herbst schön weiter wachsen und nicht von der Kraut- und Braunfäule betroffen ist. Und zum anderen, damit ich schöne, kräftige, schmackvolle Tomaten habe. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Hat euch das kurze Video gefallen? Gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Naschgarten. Ciao.